Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Boah. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu The Hunter Call of the Wild, meine lieben Freunde, zusammen mit dem Domme und dem Big Mac. Hallo. Hallo. Ja, und ihr wisst Bescheid, meine lieben Freunde. Ihr schreibt in die Kommentare, was wir als nächstes jagen sollen, welche Map wir spielen sollen und so weiter und so fort. Leute, hier direkt vor unserer Nase, hier hinterm Stein. Jo. Da. Da war auch noch ein Bär! Den habe ich ja gar nicht gesehen! Ne, oder was ist das? Tommy, tu was! Hab es nicht gesehen. Hast du es nochmal getroffen? Ich hoff's. Ein Bär war da. Ja, aber auf den Bär habe ich nicht geschossen. Ja, was ist das hier? Nee, das ist dieser eurasische Luchs oder so gewesen. Irgendwas Pelziges. Und ist beim Schuss aber losgerannt. Ich bin ja die meisten Tiere. Ja, ich hab auf das Rentier gezielt. Hier ist Blut. Blutspritzer, nicht tödlicher Treffer. Verdammt. Ich habe auf das Rentier geschossen und hinterm Stein rannte noch was vor. Ich konnte aber nicht genau sehen, was es war. Ich glaube, das sah aus wie ein Bär, ich weiß nicht. Wenn ihr es erkannt habt, dann schreibt es doch mal bitte unten rein. Genau. Ah, ich habe das Rentier liegt da tot. Jo. Die Waffe ist gut, ey. Die Waffe ist gut. Voll in den Arsch geschossen, Leute. Ja, moin. So. Ah, da ist er schon. Ich wollte gerade zu dir. Hier wieder so ein Moschusvieh-Gedöns. Ja, ja. Mutierte Ratte. Ja, ohne Scheiß. Nur wo ist es jetzt hin? Ach, es ist eh hässlich. Ich weiß gar nicht, was es hier auf der Welt zu suchen hat. Am Anfang knallen wir immer alles ab und dann ja. Nichts mehr. Kennt ihr das Spiel World of Warcraft? Sagt mir was. Ja, ich denke, das hat jeder schon mal gehört. Das Spiel existiert ja schon seit 12 Jahren und. Ja, ach, jetzt weiß ich ja, ja, alles klar. Ja. Jo, Digga, wo kommst du her? Hier. Nee, wieder Moschus, Warnruf. Naja, egal. Und ich habe das auf jeden Fall mal eine ganze Zeit lang gespielt. Und dort war so ein Zeppelin. Und der hatte unten, das sah aus wie ein Schiff. Und oben halt Zeppelin halt. Ne? Also mit einem Luftballon. Damit konntest du immer zu anderen Städten reisen und so. Da habe ich halt gemacht, weil Laufen dauert immer länger. Und dann habe ich mich so dahingestellt und musste so warten. Dann wird das Ding neu beladen. Und dann dauert das so eine Zeit, bis es wieder losfliegt. Und ja.
Und auf jeden Fall startet dann dieses Luftschiff und da waren noch so vier, fünf andere Spieler so mit drauf, ne? Und er stellt sich so vorne auf die Spitze des Zeppelins und ruft so: Ich bin der König der Welt, ne? Und ich denke mir so: Alter, was für ein Spasti. Und schreib so rein in den Chat: Wie arrogant muss man sein? Und dann sagt der Tatsache so zu mir: Ich wusste das nicht. Alter, hast du nie Titanic gesehen? Ich so: Alter, nein. Und dann ist das Ja, moin. irgendwo so eine Szene aus Titanic, weißt du? Und ich denke mir, also, okay. Ja, da stehen sie ja vorne auf dem Schiff drauf. Ja, ich habe es danach gegoogelt, ja. Und ich denke mir nur so: Ach so, trotzdem arrogant. Ich bin ja krankgeschrieben, ne? Und kam so heute. Wie? Ja, ich bin erkältet und krank. Keine Ahnung. Ich habe auch heute Morgen gebrochen und so. Ist auch scheißegal, ich bin krank als Maul. Und ich gehe dann so zum Arzt, ne? Der Arzt guckt so: Oh ja, alles klar. Und berührt mich so an einer Stelle, so am Hals. Und drückt da so drauf. Ich denke mir, ich sag so: Ah! Der so: Oh ja, ne? Ich dachte: Was war das denn? Ja, ich habe nur mal eben kurz geguckt, ob die Mandeln noch alle, Mandeln, die Lymphknoten okay sind und so. Ich so: Okay, so, was hat das jetzt zu bedeuten? Ich so: Das tat übelst weh. Ja, kannst du dich auf die Tage auf was noch gefasst machen? Wann hat das angefangen? Ich sag so: Gestern Mittag oder was? Ja, ist nur die Vorstufe, deine Lymphknoten sind schon voll angeschwollen und so. Ich denke mir: Ja, super. Ich so: Was machen wir jetzt? Der so: Ja, ich hatte mir so ein paar Medikamente gegeben. Der so: Bitte nur einnehmen, wenn du kein Auto mehr fährst, hier und da und bla und bla und nichts mehr vorhast. Ich sag mir so: Okay. Ich so: Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Nee, ist schon okay, aber die schießen dich aus dem Leben, weil ich denke mir nur so: Okay. Ich so: Ja, gib mal her, kann schon ein geiler Trip werden, ne? Ja, moin. Er sagte nur: Wenn du zur Frau gesagt hast, du willst abends noch mit ihr weg, dann würde ich sie nicht nehmen. Weil die hauen dich dann komplett weg. Ja, der sagt, dann wirst du müde, schläfst viel. Und Big Mac, wie war bei dir die Schule? Welche Schule? Achso, was machst du noch mal? Ich Ach arbeite. ja, ich weiß wieder, ja. Verstanden. Ja, professioneller Straßenstrich, ne? Nee, nee. Machen ja andere bei uns. Wie kann man noch mal einstellen, dass der läuft, ohne dass man was drücken muss? G. E? G. Neben der F- und H-Taste, die G-Taste. G wie Giraffe. G wie G-Punkt. Genau. G wie Güni. Gegen Güni. Stimmt, G wie Güni. Nein, ich bin jetzt zurzeit daheim. Okay. Bis nächste Woche Freitag. Ach, stimmt, du wurdest beurlaubt, ne? Ich habe frei. Ja, kann man auch so nennen. Ich habe meine freien Tage jetzt zurzeit, nehme ich. Weil ich am Wochenende nicht daheim bin, weil Ah. ich zum Fasching fahre und da habe ich gesagt, da kann ich nicht arbeiten. Ach Ja, so. gut. Ach so, Fasching, stimmt, ist ja auch bald, ne? Alter, ich weiß nicht, wo kommst du her? Ich. Ja, Aus also Thüringen, aus immer noch. Thüringen. Domme, feiert man bei euch auch Karneval? Ja. Ihr Das müsst ist. mal in Köln Karneval feiern gehen. Oh, nee. Doch, Alter. Doch, das wäre was für mich. Ohne Also, ich Scheiß. würde es auch mal machen. Ich hab da 2 Jahre gewohnt. Leck mich am Arsch, Alter. Ich habe noch nie so eine Straßenparty gesehen, Alter. Noch nie so eine Straßenparty, Alter. Ehrlich. Was Elch? Ja. Jo, gesehen. Wo denn? Ach, da, ja. Immer anzulocken, wobei er relativ nahe kommt schon. Falsch. Sollen wir schießen? Können wir? Alle bereit? Er läuft hinter einem Baum. Ja, bei mir auch. Der kommt bei mir.
So, ich hab wieder im Sicht. Ich hab'n voll drauf. 3, 2, 1. Bei mir war er dann auf einmal hinterm Baum. Wir knallen hier voll rum und hinter uns macht ein Elch erstmal einen Pumpschrei. Aber jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Bevor ihr sterbt, müsst ihr einmal in Köln Karneval feiern. Ja. Da komme ich aber vorher zu dir und nehme dich dann mit. Aber dann gehen wir alle drei hin. Könnte man GC und Karneval nicht kombinieren? Ja. Gut, könnte man machen. Müssen wir, oder können wir, müssen machen wir mal eine private Faschingsparty auf GC. Eigentlich weißt du, was du machen musst zur Gamescom? Du musst dir so ein Ferienhaus mieten mit allem Mann, Alter. Ja, das lohnt sich. Ja, sicher lohnt sich das, ey. American Pie Style. Ohne Erstens Scheiße. Ist günstiger für alle. Ey, Alter, das wäre so geil, ey. Ich stell mir das gerade wirklich vor, ey. Morgen stehst du so auf, kratzt dir noch am Arsch, wenn du läufst, ey. Läufst über so halbnackte, besoffene Frauen, die ihr Rausch ausschlafen. Boah. Ohne Scheiß, das wäre genau mein Leben, ey. Und so eine insgeheim, eine Gangbang-Party dann noch. Wäre das ja dann noch. Aber ihr wisst Bescheid, alles was auf der Gamescom passiert, bleibt auf der Gamescom. Das ist es, ja. Muss bleiben. Hier vorne liegt der Elch. Oh, bei mir ist er viel. Dann schieß doch drauf. Ja, wenn er schon tot ist. Nein, das ist kein Elch, das ist ein Reh. Ja, schieß doch. Ja. Direkt in den Baum. Ja, moin. Alter, was ist das für ein fettes Vieh? Das ist der Elch? Ja. Boah, ist der fett. Oh, hier erstmal ein Screenshot von der dickste Elch EU-West. Domme und Freezy. Ihr habt ja auch, ihr seid ja besser ausgerüstet als ich. Ja, meinst du, deine Kugeln prallen ab an den Elch oder was? Ja, ja. Bei der Kleft auf jeden Fall. Hier muss doch was sein, hier muss doch von oben was sehen können, oder? Und das dachte ich auch. Ich würde ja echt mal ein Albino jagen, ne? Aber die sind ja so selten, da verbringst du wahrscheinlich 3 Wochen dran, ey. Ist das nicht dieser Vulkankrater? Oder dieser Einschlagskrater? Keine Ahnung. Gibt es doch hier. Meinst du, wovon die Dinosaurier gestorben sind, oder was? Ja, so irgendetwas. Ist der nicht in Mexiko eingeknallt? Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt mal in die Kommentare. Wo ist der Meteor eingeschlagen, der das Aussterben der Dinosaurier verursacht hat? Ne? Man soll ja nicht sagen, in Freezes Let's Play lernt man nichts. Genau. Wir bereiten euch für die weite Welt vor. Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben, habt ihr gesehen in Jurassic World? Ah ja, stimmt. Da unten, ein fetter Elch. Und ein Dino läuft ja auch immer neben mir hier lang. Der steht direkt vor mir. Ja, ich bin der T-Rex, Alter. Wo ist hier so ein Elch? Ich hab da hinten markiert, da vorne läuft er. Jetzt fängt er auf einmal an zu rennen. Der hat Big Mac gerochen. Deine Mutti. Lass meine Mutti in Ruhe.
Können schon versuchen, aber ich denke nicht. Ich sehe es nicht. Ach komm, Dumme, was soll der Scheiß? Einfach mal drauf. Der müsste da gerade hinterm Busch irgendwo sein, meine ich. Ja, jetzt kommt er dann wieder vor. Warte mal, wo denn? Er ist immer noch markiert. Echt? Bei mir ist Jetzt nichts markiert. hier. Ach, da oben. Oh, Wo? ich fall runter. Jetzt frisst er. Ich sehe nichts. Ich sehe nur weiß. Winterlandschaft. Ja, du siehst ihn nicht durchs Auge, du musst durchs Fernrohr. Das Auge ist ja zu weit weg. Wie weit weg ist der? Der ist 300 Meter entfernt. Elch, direkt bei uns. Ja, versuchen wir den mal Ja. anzulocken. Lockst du? Ja. Ach da, jetzt sehe ich ihn wieder. Hier vorne ist auch eins. Jo, es sind mehrere jetzt bei uns in der Nähe. Sie ist gerade abgestürzt. Und weg. Nein. Oh nö, ich bin gestorben. Ja, läuft. Kann jemand ein Zelt aufstellen? Ach, brauche ich nicht. Wir sind fertig mit der Folge. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Macht's gut.